Und dadurch, dass eben die lange Zeit vergeht, bis sie scharf sind, sind sie im Singleplayer eher nutzlos, weil man meistens die Gruppen, die man damit betäuben will, tot sind, bevor die Wards scharf sind. Also man kann sie maximal dazu verwenden, um Türme abzusichern, also indem man sie vor den Türmen platziert, und wenn die Gegner auf die Türme loslaufen, stehen sie zuerst mal lange Zeit in ihrer Betäubung, bevor sie wirklich an den Türmen Schaden machen können. Ich habe die Taktik allerdings nie wirklich verwendet. Das ist vielleicht eine gute Taktik für wenn man die Missionen auf Hard versucht. Also im schwierigen Schwierigkeitsgrad. Im schwierigen Schwierigkeitsgrad. So. Ja, nachdem wir jetzt immer noch quasi das Gelände vor der eigentlichen Chaos-Org-Basis säubern. Noch ein kleiner Hinweis. Wir sind ja jetzt schon relativ weit in diesem Let's Play. Das heißt, ich nehme an, es sind nur mehr so an die 20 Videos, 25 Videos maximal, bis wir fertig sind. Und dann geht es natürlich weiter mit einem neuen Let's Play. Und welches Let's Play jetzt letztendlich angefangen wird, könnt ihr entscheiden, indem ihr auf meinen Channel geht, euch ansieht, welche zur Auswahl stehen und mir eine PIN schreibt mit euren Favoriten. Momentan in Führung liegt, eigentlich wie zu erwarten war, das Expansion Pack für Warcraft 3, also Warcraft 3 The Frozen Throne. Zu erwähnen sei, dass bei Frozen Throne, wenn ich Frozen Throne mache, ich das exklusive Ork-Kampagne machen werde. Das bedeutet, ich werde die Ork-Missionen nicht machen, das hat einen speziellen Grund, den wir im Fall des Falls dann sehen werden. Hier decke ich übrigens gerade den zweiten Weg auf, den wir nicht nehmen werden, sondern wir werden rechts gehen. Ja, also geht auf meinen Channel, votet und dann werden wir sehen, was kommt. Ich habe übrigens vor, den Let's Play bis nächstes Wochenende fertig zu machen, höchstwahrscheinlich. Ob sich letztendlich dann ausgeht, werden wir sehen, aber momentan schaut es ganz gut aus. Nachdem ich bereits mit dem Nachtisch angefangen habe, zumindest mit dem Aufnehmen, wenn auch nicht mit dem Vertonen. Hier sehen wir, dass die Feueraura der Infernus auch den reparierenden Peons sogar zu schaffen macht. Das ist alles halb so lustig nur für unsere armen Peons. Wir forschen auch wirklich nur die Upgrades, die unsere Einheiten brauchen. Also wir forschen keine Upgrades, also keine Upgrades für die Grunts und auch keine Upgrades für die Headhunter. Sie sind momentan zwar noch dabei, wenn auch nur maximal vereinzelt, ja, hier ist noch eine Headhunter unterwegs. Aber den Hauptteil der Arbeit leisten wirklich die Tauren und die Zauberer. Deswegen wir unsere Upgrades hauptsächlich auf die weswegen wir Upgrades für die zwei vorziehen. Ne? Hier reparieren unsere 40 Katapulte. Katapulte zur Erinnerung sind mechanische Einheiten, die man nicht heilen kann, sondern die man reparieren muss. Hier bauen wir uns eine kleine Wand nach Norden, falls doch noch Infernos auftauchen. Ja, die Menschenbasis von Chenna wird auch immer wieder angegriffen und im schwierigsten Schwierigkeitsgrad lässt man sich zu lange Zeit mit der Mission, wird die Basis von Chenna, glaube ich, überrannt und Chenna stirbt, weswegen man dann verliert sogar, glaube ich. Bin mir allerdings nicht ganz sicher. Kann das sein, dass mir das selber sogar mal passiert ist. Soweit lassen es wir das natürlich nicht kommen. Wir werden uns jetzt einmal aufmachen, die Vorläufer der ersten Chaos-Org-Basis einzustampfen. Hier noch das letzte Upgrade.
Das Upgrade mit den Speeren erforsche ich übrigens nicht für die Headhunter, sondern für die Katapulte, da die da von den gleichen Upgrades profitieren. Hier gehört gar nicht zu Chaos Orks. Und die schaffen es doch tatsächlich, mir Crawl umzubringen. Also, ich war selbst überrascht beim Spielen, dass das überhaupt möglich ist, weil Crawl ist einfach schon Stufe 9, also Level 9. Da hat er schon gut viel Rüstung und gut viel Lebenspunkte. Das hat mich dann doch etwas auf dem falschen Fuß erwischt. Wir können aber auch ohne Troll weitermachen, also was wir auch machen werden. Also er ist nicht wirklich jetzt, abgesehen vom Schluss, System wichtig für die Mission. Und hier gehen wir weiter. Auch wenn es sich hier nicht wirklich ausgeht, mit den Katapulten zuerst die Türme aus dem Weg zu räumen, sind die Katapulte deswegen trotzdem nicht nutzlos, weil sie die Türme dann später auch schön, also überhaupt schön schnell wegbekommen. Und jetzt unabhängig davon, ob jetzt andere Einheiten auch noch drauf haben oder nicht, hilft es von der Zeit her und deswegen auch von dem Schaden, den wir einstecken. Pflastern wir unseren Weg durch mit Healing Wards, damit alle Einheiten immer schön geheilt bleiben, sofern das möglich ist. Versuchen noch einen Stun Ward aufzustellen. Ziehen die Katapulte nach, um auf die Türme zu schießen. Die Tür müsste weg sein, wieder weg ist der Turm. Hier sehen wir übrigens gerade, wie ein Stun Ward funktioniert. Also ganz kurz. Der Tal wird dann sichtbar. So eine kleine Explosion und dann sind alle gegnerischen Einheiten in Umgebung gebaut. Ich habe natürlich mit meinem Standort nur in Anführungszeichen, nur den kleinen P erwischt, was es auch stören soll. Wir haben ihn zumindest gesehen. Und hier wäre mir Thrall fast wieder gestorben. Aber ich rechtzeitig bekommen, dass er da alleine gegen einen Inferno kämpft, was natürlich für ihn nicht so toll ist. Ja, der erste Vorläufer der Chaos Orc Basis ist weg. Nur mehr die Hauptbasis der Chaos Orc steht im Weg und eine kleine Ansammlung von Dämonen. Dann dürften wir eigentlich bei Grom sein. Ich erforsche wirklich gar keine Upgrades für Fernheiten, die ich nicht brauche. Obwohl ein Grunt bei mir immer noch mitläuft, weil er einfach nicht sterben will. Wir sehen auch, dass speziell im Singleplayer es nicht immer wichtig ist, nicht nur wichtig ist, Gold heranzuschaffen, sondern Holz auch ein, speziell wenn man mit Einheiten arbeitet, die viele Upgrades brauchen oder überhaupt erst auf Stufe 3 des Hauptes verfügbar sind. Das geht mächtig ins Holz und man kommt mit den Rassen, die Holz abbauen, öfters mal in Probleme, überhaupt noch effizient Wald zu finden, also Wald zu finden, den man effizient abbauen kann. Gott sei Dank ändert sich das dann in der nächsten Kampagne, wie das genau funktioniert. Seht ihr dann im übernächsten Video. Na, oder im übernächsten Video eigentlich schon. Hier sehen wir, wie wir mit Thrall die Klippe aufdecken und die Katapulte deswegen schön auf die Baracke schießen können. Die Baracke jetzt gleich weg ist. Wir ziehen unsere Einheiten nach, die wir noch nachbauen. Brauchen wir allerdings nicht wirklich viel. Ja, geht das nur noch ein. Schauen wir rauf in die Chaos Orc Hauptbasis. Let's get on with it. Direct me.
The spirits are restless. Yes. Und nachdem unsere Tauern jetzt vorne stehen, geht's zum letzten großen Angriff. Wie dieser ausgeht, werden wir aber erst im nächsten Video sehen. Und im nächsten Video erwartet auch das Finale der Ork-Kampagne.